Ja, guten Tag, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Michael Raschke, amtierender Präsident von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass Sie heute wieder am ersten Mittwoch im Monat sich Zeit nehmen, zwischen 17 und 18 Uhr, unsere Veranstaltungsreihe, die freundlicherweise von der AUC organisiert wird, mitzumachen, sie aktiv mitzugestalten. Wir haben wieder, glaube ich, ein ganz interessantes Thema für Sie vorbereitet, nämlich Frakturen im Bereich des proximalen Humerus. Und da gibt es einen riesen Blumenstrauß natürlich von Verfahren und Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Das werden wir mit Ihnen diskutieren. Sie werden nachher bitte Ihre Fragen im Chat zwischendurch auch immer wieder hineinbringen. Und wir werden das dann verteilen an die Referenten und hoffen, dann ihre Antworten auch zu finden. Bevor ich ins Thema hineingehe, möchte ich ganz gerne die Faculty vorstellen. Als erstes vom Jungen Forum Annika Hettich aus Hamburg, aus dem UKE. Herzlich willkommen. Und sie wird gleich auch in den Ring steigen mit dem ersten Fall. Als nächstes möchte ich gerne vorstellen Benedikt Friemert. Benedikt Friemert, stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und dann 2022 derjenige, der dann die Geschicke leiten und lenken kann. René Hartensuhr, leitender Oberarzt aus meiner Klinik aus Münster, der auch einen spannenden Fall vorstellen wird. Thomas Göstling, Professor in Braunschweig, heute hier mit kreativen Diskussionen sicherlich dabei. Und der gute Geist im Hintergrund ist einerseits Simon Öckenpöhler, Oberarzt bei mir in der Klinik. Simon Öckenpöhler hat auch schon hier ein paar Fälle auch vorgestellt und wird Ihre Fragen, die Sie nachher an uns stellen, an uns richten werden, sortieren und dann auch mir als Moderator zukommen lassen. Und ich versuche, die dann so ein bisschen zu verteilen. Und Attila, der im Hintergrund hier für die Technik sorgt. Also nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, auch an die Referenten, dass ihr Zeit habt. Und wir steigen gleich ein. Annika, was hast du denn Schönes mitgebracht? Ich habe einen schönen Fall zum Einstieg mitgebracht, wie die ja schon gesagt haben, das Thema heute die proximale Humerusfraktur. Warum wir das machen, da komme ich gleich noch mit ein, zwei Worten drauf zu sprechen. Letztes Mal war es ja auch schon so angekündigt, dass ich mit einem einfachen Fall starte. Das war dann ja doch ein kleines bisschen komplexer als vielleicht zuerst gedacht. Heute habe ich mir vorgenommen, dass wir wirklich bei den Basics starten und hoffe, dass ich das dieses Mal einhalten kann. Jetzt werde ich einmal meine Präsentation zeigen. So, und einmal starten. Ja, herzlich willkommen auch noch einmal von meiner Seite. Ich habe zum Einstieg eine Folie mitgebracht, die einmal darstellen soll, warum wir uns mit diesem Thema der proximalen Humerusfraktur beschäftigen. Denn ich denke, jeder, der in der Klinik arbeitet und in der Notaufnahme im OP arbeitet, wird mitbekommen, dass es doch eine Fraktur ist, die einem immer wieder im Klinikalltag begegnet. Sie gehört tatsächlich zu den häufigsten Frakturen des Menschen. Die dritthäufigste Fraktur gehört 5 bis 6% aller Frakturen mit einer ansteigenden Inzidenz. Wenn man das so betrachtet, im Laufe von 1970 gesehen, steigt diese Inzidenz von ungefähr 50 pro 100.000 Einwohner auf 103 an. Das heißt, es hat sich in den letzten 50 Jahren ungefähr verdoppelt. Und insbesondere die weibliche Bevölkerung über 70 ist von dieser Fraktur betroffen. Hier findet man eine Inzidenz von ungefähr 400 pro 100.000 Einwohner. Dass das immer nicht so sein muss, dass es nicht immer die älteren Damen trifft, das werden wir heute noch feststellen, weil wir ein breites Spektrum der verschiedenen Betroffenen einmal aufzeigen wollen. Trotzdem ist das etwas, was man im Hintergrund behalten sollte. Herr Professor Raschke hatte zum Einstieg ja schon gesagt, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die proximale Humerusfraktur zu behandeln. Die verschiedenen Alternativen sind jedoch recht umstritten. Es gibt noch keine eindeutige Aussage, ob man jetzt zum Beispiel einen Nagel, eine Platte verwenden sollte. Und auch die Studienlage ist da nicht ganz eindeutig.
Man kann, wie bei vielen Dingen in unserem Fach, natürlich operieren oder auch nicht operieren. Das ist schon mal die Entscheidung A oder B. Und wenn man es operiert, gibt es, wie ich eben schon angesprochen hatte, die Möglichkeiten eines Nagels, einer Platte, einer Prothese. Da kann man wieder unterscheiden zwischen Hemiprothese, anatomische Prothese, inverse Prothese. Also Sie sehen, man hat wirklich die Qual der Wahl. Früher hat man das tatsächlich noch zum Teil mit einer percutanen Cartridge-Osteosynthese versorgt. Es gab die sogenannten T-Platten, das möchte ich nur mal erwähnen. Also Sie sehen, eine Fraktur, viele Möglichkeiten und die Fragezeichen werden nicht immer weniger. In meinem Fall geht es um eine 48-jährige Patientin, die hier in Hamburg mit einem Roller gestürzt war, hat immer einen Helm getragen und ist auf die linke Seite gefallen. Es war nicht ein toller E-Scooter, da sehen wir auch immer viele von, sondern noch so ein schöner Elektroroller, der ein bisschen schneller ist. Ich denke, die E-Scooter begegnen Ihnen ja auch immer wieder in Ihrem Alltag. Und man muss aber sagen, dass es dann tatsächlich ein isoliertes Trauma der linken Schulter war. Die Patientin hatte in der Untersuchung schon ein sichtbares Hämatom im Bereich des linken proximalen Humerus, konnte die Schulter nicht mehr so gut bewegen, auch in der passiven Beweglichkeit, was der untersuchende Arzt natürlich auch nicht forciert hatte, die durchzuführen, war die Beweglichkeit schmerzbedingt eingeschränkt. Sonst war die Patientin gesund, hat wie gesagt über keine weiteren Schmerzen geklagt. Und was macht man dann natürlich in der Notfallsituation, gerade als Unfallchirurg? Man macht ein Röntgenbild. In zwei Ebenen natürlich. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben einmal die AP-Aufnahme, einmal die Y-Aufnahme. Und damit Sie auch alle weiterhin schön am Ball bleiben, kommt jetzt schon einmal die erste Fragerunde an die Zuhörer. Was würden Sie denn jetzt machen mit dieser Fraktur? Es gibt einmal die Möglichkeit, nicht zu machen, also beziehungsweise nicht zu operieren und diese Fraktur, ich hoffe, die Fraktur hat jeder gesehen, konservativ zu behandeln. Die Schulter in einem Gelchrist oder in einem Easy-Sling, da gibt es ja je nach Haus verschiedene Optionen, ruhig zu stellen, die Patientin entweder in die eigene Ambulanz wieder einzubestellen oder zu niedergelassenen Kollegen in einer Woche nochmal ein Röntgenbild zu machen und das Ganze, wie gesagt, einmal zu kontrollieren. Oder würden Sie sagen, na, das muss man schon operieren, eindeutig, da machen wir einmal eine winkelstabile Platte drauf. Man könnte aber auch sagen, okay, ja, wir operieren es, aber die Platte finde ich nicht so gut, kann ich vielleicht auch nicht so gut, wir nehmen einen Nagel. Oder man sagt, wer weiß, vielleicht ist da ja doch noch das ein oder andere verletzt, ich würde die Schulter einmal arthroskopieren und so im Bereich der Tuberkula könnte man vielleicht die ein oder andere Schraube einbringen. Ich versuche das aber so minimalinvasiv wie möglich zu halten. Oder sagen Sie vielleicht, ha, das Röntgen gibt mir doch noch nicht alle Informationen, die ich für meine weitere Planung brauche. Ich hätte ganz gerne noch ein Bild und zwar ja, entweder ein CT oder ein MRT. Oder würden Sie ganz was anderes machen? Jetzt sind Sie an der Reihe. Okay, also ich kann Sie nur auffordern, stimmen Sie bitte jetzt ab. Wir lassen uns ein bisschen Zeit, aber 80 sollten dann schon abgestimmt haben. Attila? Okay, und dann können wir gleich schon, 81% wollen ein CT und dann, okay, 81% CT. Nochmal die Frage, nochmal ein bisschen in die Faculty hinein. Thomas, was machst du denn da? Braucht man immer ein CT bei dieser Fraktur? Kann man das Bild nochmal zeigen? Ja, das Bild nochmal. Ist einfach nochmal zurück. Genau. Jetzt die Frage, was erwarte ich vom CT, was ich nicht vorher schon sehen kann? Thomas. Also es ist ein Gelenk. Ein Gelenkbruch, wir machen eigentlich nicht immer, aber 97% CT. In dem Fall würden wir auch CT machen, Unterscheidung 3-Segment, 4-Segment-Fraktur. Wir würden es machen. Du würdest es machen. Ulm, Benedikt, was macht ihr? Ja, wir würden auch ein CT machen, um einfach besser vorbereitet zu sein auf die OP und die besser planen zu können. Ändert das hinsichtlich der Therapieentscheidung, also konservativ, operativ erstens oder zweitens, wenn operativ, dann Platte, Nagelschrauben, sonst irgendwas? Ändert das irgendwas, das CT? Also in dem Fall wäre das für uns eine Plattenindikation.
An der OP-Indikation würde sich das nichts ändern, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es doch immer wieder Überraschungen gibt, die man im normalen Röntgenbild nicht sieht, dass plötzlich doch irgendein Headsplit oder sonst irgendwas da ist. Und wenn man das vorher weiß, ist das, glaube ich, einfach sinnvoll. Und wir hatten ja schon mal ein Webinar. Die Überraschung musst du dann nicht im OP erleben, sondern lieber vorher. Genau, wir hatten ja schon mal ein Webinar, wo wir uns mit der präoperativen unfallchirurgischen Planung beschäftigt haben. Insofern auf jeden Fall CT. Okay. René, irgendwas Kommentar? Ja, ich glaube, also die Argumente, die hier fürs CT angebracht worden sind, sind nachzuvollziehen. Ob wir jetzt immer eins machen würden, sei dahingestellt. Ich glaube nicht, weil wenn man den Kopf aufrichtet, kann man das, glaube ich, ganz gut auch machen. Das Argument mit dem Headsplit ist sicherlich etwas, was man gerne vorher weiß. Okay. So, Annika, jetzt lass mal die Katze aus dem Sack. Ja, wir haben tatsächlich auch ein CT gemacht. Das möchte ich auch Ihnen gerne präsentieren. Moment, jetzt muss ich noch einmal schnell weiterklicken. So, und Sie dürfen sich auch nicht erschrecken. Sie müssen jetzt nicht ganz so schnell hinschauen. Ich zeige es gleich nochmal langsam. Aber der erste Durchlauf... Auch mit Covid-Komponente oder ist das nur Arm? Ja, nee, das ist zum Glück keine Covid-Komponente. Aber okay. Sagen Sie das nicht so laut. Ich war gerade in Quarantäne. Ich kann das gar nicht mehr hören. Gut. So, jetzt kommt es aber noch einmal ein bisschen langsamer. Das ist jetzt erstmal coronare Ansicht. Ja. So, dann gehen wir einmal zur nächsten. Jetzt kommt einmal wieder im Schnelldurchlauf die axiale Ansicht, aber natürlich auch ein bisschen langsamer. Ich finde es super, was heute technisch so möglich ist. Wahnsinn. Okay. So, und ich habe natürlich alle Schichten in die Lunge noch mitgebracht, aber die sieht eigentlich ganz gut aus. Also es ist nicht ein begleitender Pneumothorax und auch kein Covid mit dabei. So, jetzt schauen wir noch einmal schnell durch und einmal langsam. So, und weil ich das ganz schön fand, einmal noch das 3D-CT. Ich weiß nicht, wer von Ihnen immer ein 3D-CT durchführt. Wir finden das immer ganz elegant. Und in dem Fall, finde ich, gibt es einem tatsächlich noch mal die ein oder andere Zusatzinformation, die man so vielleicht nicht hat, gerade wenn ich jetzt hier noch einmal um die Ecke drehe und man hier so drauf schaut, ja, fand ich das ganz wertvoll. Gut. So, jetzt haben Sie alle die schönen Rekonstruktionen im CT gesehen. Es ist natürlich die Frage, ändert das irgendwas an Ihrer Entscheidung? Wer würde es weiterhin konservativ behandeln? Wer ist weiterhin möglicherweise für eine Platte, würde jetzt sagen, ah, jetzt nach dem CT würde ich vielleicht noch zusätzlich eine Cerclage machen, Fadenzerclage oder ähnliches, oder auch noch eine Schraubenosteosynthese ergänzen. Wer bleibt weiterhin beim Nagel plus gegebenenfalls noch eine Cerclage? Wer würde weiterhin minimalinvasiv arthroskopisch versuchen, das Problem zu lösen? Oder gibt es wieder andere Vorschläge, die mir jetzt nicht so gekommen sind? Wir sind ja offen in dieser Runde. Gut, stimmen Sie jetzt bitte ab. Okay, also 81%, das ist ja nicht so, wie es im Moment in den USA ist, aber 81%, möchte die Platte, gehen nochmal zurück, bitte. Ich habe das, dass ich das, die Abstimmung nochmal sehe. Also 81% möchte eine Platte, eventuell mit Zerklagen und Schrauben. Genau, 17% waren für konservativ, 2% für den Nagel, den Rest wollte keiner, tatsächlich 0%, also 80-20 so ungefähr OP und konservativ. Thomas, Kommentar dazu? Würden wir auch so machen, wir machen auch einiges konservativ, aber es ist eine postrolaterale Valgusimpression. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das war zu schnell für mich tatsächlich, obwohl es langsam war, ob es 4-Segment oder 3-Segment ist. Ist das so ein kleines, das Tuberkulum minus, ich würde doch eher 3-Segment sagen, aber Platte ganz klar. Okay, ja, du kommst ja aus dem konservativen Mekka, aber ist ja erstaunlich, dass du das trotzdem jetzt doch operiert hättest, finde ich gut. Noch einen weiteren Kommentar?
Benedikt? Ja, wir würden auch Platte machen, was wir sehr gerne machen, dass wir die Rotatorenmanschette vorne, hinten und oben mit einem Fiberwire-Zerglage an die Platte noch festmachen. Dann sparen wir uns die Schrauben und nimmt ein bisschen Last dann runter und das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt mal meine Frage ist, wie klassifiziert ihr das oder wie ist das, Annika, wie habt ihr es klassifiziert? Meinen Sie grundsätzlich von AO oder von... Eine Fraktur, ist die nach AO, ist die nach RESCH, ist die nach NIA klassifiziert worden? Wie klassifiziert ihr die in Hamburg? Ganz unterschiedlich. Also AO... Im Kopf habt ihr ja eine 10-Teile-Klassifikation. Das gibt es wahrscheinlich fast noch häufiger als den Tiederkopf. Wie klassifiziert ihr die? Also beim Humeruskopf nehmen wir tatsächlich AO und Nährklassifikation. Mhm. Das hat sich bei uns so eingeprägt. Ja. Und gut, AO ist natürlich auch Standard. Gerade natürlich bei allen BG-Fällen ist ja AO-Klassifikation auch Standard, dass das mit in die Briefe eingepflegt wird. Auf jeden Fall auch in der Akte mit hinterlegt ist. Das war jetzt zwar kein BG-Fall, aber da ist, ich sag mal, grundsätzlich führen schon die AO. Okay. René, was machen wir? Ja, also wir haben früher auch NIR und AO sind jetzt zunehmend dazu übergegangen und fast ausschließlich klassifizieren wir die ganzen Frakturen nach RESCH. Okay, das wäre ein gesonderter Vortrag, ändert aber an der Behandlung nichts. Mach mal weiter, Annika. Ja, ich mach mal weiter. Ich zeige auch einmal, was wir gemacht haben. Also wir waren der gleichen Meinung. Wir haben tatsächlich auch die winkelstabile Platte genommen, die sogenannte Philos-Platte. Zusätzlich, wie Herr Friemert auch schon angesprochen hatte, die Rotatorenmanschette fixiert, auch an der Platte fixiert. Die bietet dafür ja gute Möglichkeiten. Und aber im Bereich des Tuberkuluminus noch zusätzlich eine Schraube eingebracht, weil das doch recht disloziert stand und aber auch so groß war, dass man das gut mit der Schraube fixieren konnte. Und ja, wir waren damit eigentlich ganz zufrieden. Ich hoffe, Sie auch. Können auch einmal gut aufschauen. Was habt ihr denn für Zugang gemacht? Wir haben einmal so einen modifizierten Delta-Split genommen. Wir haben das oft, jetzt muss ich überlegen, ich war da gar nicht mit dabei. Es kann sein, dass der Kollege dort auch einen deltopektoralen Zugang genommen hat, was natürlich in Anbetracht des Tuberkuluminus mehr Sinn machen würde. Kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, muss ich gestehen. Oft hatten wir tatsächlich die Probleme, dass wir beim deltopektoralen Zugang wirklich manchmal zu weit medial waren und dann ein bisschen mehr wieder Richtung Delta-Split abgewandelt sind. Und da natürlich unter Beachtung des Nervus axillaris so eine kleine Modifikation angewandt haben, dass wir teilweise so eine kleine Brücke stehen lassen. Ja. Aber da meine ich, müsste es doch der deltopektorale Zugang gewesen sein. Benedikt, was macht ihr für einen Zugang? Also wir machen für die, normalen, wo man nicht nach ventral muss, dann machen wir den Delta-Split, damit kommen wir eigentlich gut zurecht. Ich pinne mir manchmal die Kalotte richtig auf und pinsel mir dann mit einem Draht ans Glenoid, damit ich das mal als Punktum Fixum habe. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann kann man den Schaft runterstellen, hinterher zieht man den Draht wieder raus. Das ist eigentlich ganz gut. Aber bei so einer Geschichte, wo ich vorne noch hin will, da würden wir eher auch so einen modifizierten deltoidopektoralen Zugang da machen. Alle ich auch, ja. Jetzt kommt hier die Frage aus dem Auditorium, die ja nicht ganz unberechtigt ist. Ja, warum denn jetzt nicht eigentlich doch vielleicht nicht konservativ? Vielleicht Thomas, kannst du da was zu sagen? Warum? Du kommst ja aus der konservativen Schule. Wie ist das? Warum hättest du, kann man das Bild nochmal zurückgehen, das Unfallbild, das konventionelle Bild, dass man das nochmal versucht, nochmal zu zeigen? Warum ist jetzt, warum wollen wir das nicht konservativ machen? Also wir, ich habe mich so ein bisschen auch verändert wir machen schon viel konservativ auch. Und ich könnte auch gute Videos zeigen, wie die Patienten nachher bewegen. Alle. Die Patientin war ja jung, wie 41 oder? 48. Ja, blutjung. Das würde Annika immer wieder sagen, dass das eine ganz junge ist. Jetzt würde ich das immer sagen. Ich kann auch gar nicht anders. Und wir machen auch die RESCH-Klassifikation und die posterolateralen Valgus-Impressionen, was ja ist, die würden wir eher operieren. Und die Valgus-Impression kann man natürlich, sollte man über konservativ zumindest aufklären. Aber das Tuberkulum steht so hoch und das ist auch zu valgisch, die Kalotte.
Also und außerdem lässt es sich auch sehr, sehr gut in diesem Fall operieren. Und bei 40 Jahren kann man ja auch sagen, okay, die kriegen vielleicht ein bisschen durch die Operation auch ein bisschen steifer, aber dann macht man Implantatentfernung und Arthrolyse mit einer Arthroskopie danach. Jetzt kommt noch die andere Frage, ihr könnt schon mal wieder mit den Bildern wieder zurückgehen. Warum nicht noch, warum jetzt nicht noch eine weitere dritte Ebene beim Röntgen? Da würde ich fast sagen, naja gut, wenn wir ein CT machen, brauchen wir eigentlich die andere Spezialebene nicht. Wenn man natürlich sagt, okay, wir würden jetzt nicht unbedingt das CT machen, dann kann man durchaus über was anderes nachdenken. Okay, Annika, machen wir weiter. Ja, also dazu vielleicht noch, die Patienten schaffen das ja oft gar nicht. Also wenn man jetzt als dritte Ebene die axiale Ebene nimmt, ja, der Arm frisch frakturiert ist, kriegen sie den Arm ja oft gar nicht so hoch. Das kann man oft in der ich sag mal, eher elektiveren Schulterchirurgie machen, dass man diese dritte Ebene durchführt. Jetzt in der direkten Frakturversorgung ist das bei uns in der Regel nicht machbar. Oder für den armen Patienten auch nicht machbar. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal was an der Schulter hatte, aber das kann ziemlich wehtun. Ich spreche aus Erfahrung. Genau, ich bin auch schon fast am Ende angekommen. Das sind sozusagen fast meine letzten Folien und letzten Fragen. Wir hatten ja einiges schon angesprochen. Gerade eben die dritte Frage, wer die konservative Therapie durchgeführt hätte, haben wir eben schon mal kurz angefangen zu diskutieren. Was ich immer ganz spannend finde, weil es da ja auch von Haus zu Haus und Ort zu Ort immer Unterschiede gibt, wie vielleicht die Nachbehandlung bei Ihnen aussehen würde. Ich zeige auch gleich, wie wir das gemacht haben, aber da gibt es ja doch immer die eine oder andere Differenz. Und das würde ich vielleicht jetzt einfach mal so in die Runde stellen, diese Frage, wie Sie, liebe Kollegen, solche Frakturen nachbehandeln. Okay, ich gebe mal gleich weiter. René? Ja, also wir würden die schauen, dass sie frühfunktionell bewegen lassen. Würden letztendlich eine Ruhigstellung nur quasi zur initialen Schmerztherapie durchführen und dann schauen, dass die Patienten nicht belasten, aber möglichst frühzeitig dann auch den Arm bewegen, um dann eine möglichst gute Funktion hinzubekommen und den mutmaßlichen Effekt von der Operation ja dann voll auszureizen. Benedikt, du hast ja wahrscheinlich, du hast ja auch gesagt, Fiber Wire Zerclash zur Refixation der Rotatormanschette. Wie behandelst du die jetzt nach, die Patienten? Mikro? Die ist ja super schön operiert, quasi anatomisch. Und die würden wir genauso nachbehandeln, 2-3 Tage zur Schmerztherapie, bis es einigermaßen geht und dann früh funktionell. Hängt ein bisschen von der Compliance ab, was man dann wirklich zulässt. Aber wenn man jetzt mal eine 48-jährige Patientin, die compliant ist, die kann man mit einer kleinen Schlinge noch und dann kann die im Prinzip schon relativ viel machen. Thomas, gibst du denen eine Bewegungsschiene und mit nach Hause oder wie machst du das? Also so eine passive geben wir eigentlich nur nach Arthrolysen mit nach Hause, nicht jetzt im primären Fall. Die binden wir, wenn es irgendwie geht, gut an eine Physiotherapie an, dass die da schnell geübt werden. Da haben wir bei uns ein paar Physiotherapeuten, die das ganz gut machen, die eng mit uns bei den Schultern zusammenarbeiten. Aber dem würden wir jetzt keinen Schulterstuhl oder sowas mit nach Hause geben. Okay, Thomas, was machst du? Ja, wir sind ein bisschen restriktiver, wobei jetzt die Patientin könnte man sehr, sehr gut, sehr, sehr früh behandeln, aber bei uns ist es so, wir haben sehr viele alte Patienten auch und deswegen für jeden das individuell zu machen, ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja die größte Angst, die wir haben, sind, dass die Tuberkel irgendwann abgehen. Das ist bei den Älteren leider manchmal, deswegen machen wir am Anfang tatsächlich hauptsächlich passive Bewegung, geführt aber, also nicht mit der Bewegungsschiene und sind da doch ein bisschen langsamer. Also der lange Hebel für die Abduktion, da sind wir doch zurückhaltend. Okay, geführte Bewegung unter Abnahme der Eigenschwere. Annika, hast du ein paar Folien oder war es das? Ich habe nur noch eine kleine Folie, wie wir das gemacht haben, weil wir auch mal so ein bisschen Angst um die Tuberkel haben und deshalb tatsächlich auch erstmal keine aktive Bewegung wünschen. Passiv natürlich ja. Und deshalb habe ich das nur einmal kurz aufgeführt, aber ich war mal interessiert daran, ohne das vorher zu zeigen, wie so die Meinungen in anderen Häusern sind. Ja. Aber grundsätzlich stimme ich Ihnen auch zu. Auf jeden Fall keine lange Ruhigstellung im Gilchrist, das ist, glaube ich, dann eher kontraproduktiv. So eine Bewegungsschiene für zu Hause machen wir auch nur in Ausnahmefällen, da hätten wir es jetzt auch nicht gemacht. Und das wäre aber tatsächlich schon das Ende meines Falls. Vielleicht ja, super, vielen Dank. Sehr gerne. Ich glaube, wir machen gleich weiter. Und zwar ist es ja so, dass wir, wenn wir über Humerus-Kopf-Frakturen sprechen und das, was wir im täglichen Leben sehen, ist ja meistens das geriatrische Patientengut. Das heißt, die älteren Patienten, wo wir sagen, ja,
Können wir es rekonstruieren? Wie machen, wie rekonstruieren wir und oder müssen wir eine Prothese machen? Das ist eine Frage, die wir vielleicht nochmal gesondert besprechen sollten. Ich begrüße Bertil. Guten Tag. Hallo. Aber wir wollen jetzt im Prinzip, sehen wir natürlich auch bei den jüngeren Patienten manchmal auch Humerus-Kopffrakturen. Und da hat René Hartensuhr vielleicht einen ganz interessanten Fall, den wir vielleicht mal vorstellen wollen. Bitte schön. Liebe Kollegen, wir haben uns gerade ja schon so ein bisschen darüber unterhalten bei etwas nicht ganz so jungen Patienten, was wir machen. Und ich möchte das Ganze jetzt dann noch etwas mehr in das Pädiatrische bringen, und zwar die 11-jährige Patientin vorstellen, die sich beim Trampolinspringen, wie das so häufig ist, also das Trampolin scheint da eine massive Anziehungskraft auf Kinder zu haben. Also ich komme mit meinen auch an keinem vorbei. Jedenfalls ist die Trampolin gesprungen, ist unglücklich gestürzt und war dann in einem auswärtigen Krankenhaus vorstellig mit intakter peripherer Durchblutungssensibilität. So ist das dort dokumentiert. Und das sind die dort entstandenen Röntgenbilder. Und entsprechend würde ich mit diesen Bildern und den zwar spärlichen, aber doch, denke ich mal, erstmal ausreichenden Informationen für eine Diskussion in die Runde geben, beziehungsweise erstmal an unsere Zuschauer zur Abstimmung. Was machen wir denn mit der? Ist das was, was wir konservativ behandeln können? Ist das was, wo wir das geschlossen reponieren in irgendeiner Form ja, fixieren sollten, perkutan? Ist das was, wo man möglicherweise auch retrograd das in irgendeiner Form stabilisiert? Müssen wir das aufmachen, eine Platte draufschrauben? Oder hat vielleicht jemand noch ganz andere Ideen, der würde dann andere Strategie anstellen und das eventuell über den Chat an die Experten zur Diskussion geben? Okay, also jetzt müsst ihr einfach hier zwischen diesen fünf Beispielen was aussuchen. Meine Frage ist natürlich jetzt an René Hartensuhr, das ist ja in der auswärtigen Klinik gewesen, aber wie ist das, das Kind in der Neurologie oder irgendwas? Also das, was dokumentiert ist und das, was wir retrospektiv aus dem Kind erfahren haben, keine Neurologie. Okay. Also das okay, interessant ist jetzt hier, wer wie antwortet. Also 9% sagen konservativ. Diskutieren wir gleich vielleicht noch weiter. Dann geschlossene Reposition und Kirschner-Draht-Fixation 54%. Dafür brauchen wir wahrscheinlich aber eine Narkose, nehme ich an. Geschlossene Reposition TENS 32%. Also sind wir jetzt schon wieder bei 86%, die also in irgendeiner Form was operieren würden. Offene Reposition, Plattenosynthese 5%. Andere Strategie, okay. Kommentare von den Experten. Bertil, ich grüße dich. Hast du einen Kommentar dazu? Wir gehen nochmal, vielleicht nochmal, also die Bilder sind ja auf der rechten Seite zu sehen. Ein Kommentar dazu. Also die Bilder, so wie wir es interpretieren, würde ich auch in die Richtung gehen, eine geschlossene Reposition und perkutan zu fixieren. Geschlossen reponieren, okay, da frage ich natürlich, wie würdest du das machen? In den OP nehmen, dann unter entsprechender Bereitschaft es gegebenenfalls auch offen zu machen, schauen, wie gut es sich geschlossen reponiert. Das Problem ist ja häufig der Periostschlauch, der verhindert, dass man tatsächlich die Reposition geschlossen hinbekommt. Aber manchmal geht es ganz gut, wenn man lateral einen dicken Kirschnerdraht reintut in die Fraktur, so nach Kapanji, und dann versucht zu reponieren. Muss nur vorsichtig sein, dass man da die Epiphysenfuge nicht zu sehr malträtiert. Aber manchmal geht das ganz gut, dass man es da drüber hebeln kann. Konservative Therapie, ja, wenn sich es primär gut reponieren lässt und auch retinieren lässt, ohne dass man anders geht, dann wäre das durchaus eine Option. Mein Bauch sagt, das wird nicht so unbedingt viel halten. Wie alt war das? 11? 11 war es, glaube ich. Gell? Ja. Also okay. Ich würde eher zur Kirschnerdrahtfixierung. Aber die Reposition ist entscheidend. Es muss gelingen. Also da einen Kompromiss zu machen, dann würde ich es lieber aufmachen. Muss gelingen. Aber wie lange willst du dann durchleuchten? Weil es ist ja auch immer eine Strahlbelastung. Hast du völlig richtig. Wir haben ja mit den modernen Durchleuchtungsgeräten die Möglichkeit, das kindgerecht zu tun. Das ist die eine Möglichkeit, und damit Strahlen zu sparen. Ansonsten muss man einen Plan haben, wie man es machen will, und nicht einfach mal probieren, glaube ich. Okay. Jetzt Thomas, also es wurde ja, Bertil hat ja schon gesagt, dass Periost kann einschlagen.
Du hast da was ja sicher vielleicht auch schon mal operiert, oder? Hast du schon mal operiert? Sowas oder noch nie? Also den Fall würde ich tatsächlich nicht operativ. Was? Den würde ich nicht operativ machen. Nicht operieren. Okay. Aber hast du sowas schon mal operiert? Ja, das ist manchmal nicht so ganz, man ärgert sich dann, man muss es dann doch aufmachen. Ja. Ja, ja, und was, also neben dem Perios, ich sag, frag mal René, was kann da noch mal manchmal da noch mit reingehen? Muskulatur, ja gut, in diesem Fall, klar, war es wahrscheinlich der Nerv, ja. Nee, Benedikt, was kannst du da noch, Repositionshindernis? Ach, Bizeps. Ja, Bizepssehne. Ja. Okay. Aber bei der Art von Fraktur, in der axialen Ebene steht es. Gut. Ich lasse mich überraschen. Hast du noch einen Kommentar? Also ich würde das nicht konservativ machen, außer das stellt sich super gut mit einem bisschen Zug hin. Aber das glaube ich persönlich nicht, dass sich das gut hinstellen lässt. Und es ist ja auch die Epiphyse mit betroffen. Ja, und ich glaube, das ist schon ganz schön instabil. Und deswegen glaube ich nicht, dass das konservativ gut wird. Okay, so René, wie geht's weiter? Gut, also die Kollegen vor Ort haben sich tatsächlich entschieden, das konservativ zu behandeln, anders als ein Großteil unserer Zuschauer, die das ja initial operieren wollten, haben letztendlich das Kind in den Desoverband gepackt, haben das für 4 bis 5 Tage konsequent tragen lassen und danach quasi den Verband primär zur Nacht. Das Kind wurde dann vom niedergelassenen Kollegen noch bei uns vorgestellt, als quasi als Zweitmeinung, hat dort nochmal Röntgenbilder bekommen. Und weiterhin keine Neurologie, moderate Schmerzen bei den Pendelbewegungen und ein ausgeprägtes Hämatom innenseitig Oberarm, dann der Schwerkraftfolgen nach distal verlaufend. Und das waren die Bilder, die dann entstanden sind nach der initialen Behandlung. Und auch hier stellt sich jetzt die Frage, wie geht es weiter? Thomas, Kommentar. Wie lange ist es her? Das ist jetzt knapp 2 Wochen. Prinzipiell von der Achse her sieht es gut aus. Man weiß jetzt nicht, wie gesagt, die Begleitumstände nicht vom Röntgenbild her, würde ich sagen, unproblematisch. Okay, Benedikt? Also ich weiß nicht, ich glaube, das rechte Bild ist nicht richtig rotiert. Also das gefällt mir irgendwie nicht. Vielleicht noch ein Hinweis, wir reden ja immer nur vom Röntgen, also sowas kann man sehr schön, gerade bei den Kindern, und das mache ich sehr viel und da sind die Eltern sehr dankbar, sonografisch machen. Wenn man in dem Unfallbild das sonografisch macht, das kann man sehr schön kontrollieren, die kann man engmaschig einbestellen, es geht super gut und man hat dann ein sehr gutes Gefühl dafür, wie sich die entwickeln. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, also Sonografie. Annika, macht ihr das in Hamburg? Schulter-Sonografie grundsätzlich oder bei Kindern? Bei Kindern. Bei Kindern. Kinder ist natürlich so ein bisschen schwierig für mich jetzt zu beurteilen, weil die bei uns tatsächlich entweder nach Altona gehen oder ins Kinder-UKE. Und wir jetzt in unserer normalen Unfallchirurgie, seit das Kinder-UKE da ist, tatsächlich die Kinder nicht mehr behandeln. Echt? So, schade. Ja, das ist wirklich schade. Wir machen aber tatsächlich auch Rotationen jetzt in der Kinderklinik. Also von daher geht es nicht ganz so verloren. Ich habe das glücklicherweise noch miterlebt, dass wir auch in der Notaufnahme die Kinder mitbehandelt haben. Und da haben wir tatsächlich auch die Sonografie zwar nicht immer, aber regelmäßig eingesetzt, sagen wir mal so. Gut, also Benedikt, finde ich ganz wichtiger Hinweis. Jetzt, wenn du jetzt nicht solche Erfahrungen hast in der Sonografie, was würdest du sonst vielleicht machen? Du meinst jetzt zur Kontrolle? Ja. Ja, einmal natürlich eine klinische Untersuchung und mal gucken, was denn überhaupt sich bewegt. Ja. Ich hatte eigentlich noch vorgesehen, unser Publikum nochmal zu fragen, wie wir jetzt weitergehen. Vielleicht können wir das vorwegstellen, bevor wir dann weitergehen. Das wäre die nächste Abfrage, weil wir hatten ja relativ viele, die ein operatives Vorgehen bevorzugt haben. Und die Situation stellt sich jetzt natürlich mit einer etwas anderen Bildgebung dar. Von daher würde ich ganz gerne nochmal ein Feedback einfordern. Was würden denn unsere Zuhörer jetzt mit dem Kind machen? Also nach 10 Tagen, Kind pendelt bisher, ja, hat neurologisch nichts. Besorgte Mutter. Okay. Also 90% sagt konservativ weiter. Okay. Benedikt, willst du das nochmal kommentieren?
Ja gut, wenn ich an der Stelle wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal weitermachen. Aber ich würde es in der Tat sonografieren, weil ich bin mir nicht sicher, wie dieser Kopf wirklich steht. Also vielleicht ist es, liegt es auch nur daran, dass ich zu wenig sehe davon, aber ich weiß es nicht. Und ich würde mal gucken, wie die Funktion ist, also auch die muskuläre Funktion. Gibt es dazu Hinweise? René? Ja, also wir hatten, wie gesagt, die hatte jetzt bewegt, hatte dann entsprechend Schmerzen, aber das war alles moderat. Sonst hatten wir da keinen Hinweis, dass in irgendeiner Form da irgendein Defizit bestehen würde. Okay, wie geht's weiter? Ja, also wir haben uns auch diesem Röntgenbild nicht so ganz getraut und wollten das genau wissen, haben das nicht sonografiert, aber haben letztendlich alternativ das Kind einmal ganz vorsichtig im Bildwandler rotiert und haben gesehen, dass letztendlich in einer etwas anderen Einstellung das quasi die Stellung des Kopfes zum Schaft war. Das sieht man eben, das kann man super sonografisch sehen. Das ist perfekt. Das ist so super. So, Bertil, jetzt haben wir den Salat. Das ist jetzt aber schon 10-12 Tage her. Jetzt was machen wir jetzt? Also man muss wieder alle Optionen diskutieren und jetzt nochmal die Fehlstellung beurteilen. Also wenn man das jetzt in der korrekten Durchleuchtungsachse sieht, ist das ja eine Fehlstellung von, sagen wir 40 Grad, 45 Grad in der Größenordnung. Und wenn wir ein 11-jähriges Kind haben, wahrscheinlich ist irgendetwas eingeschlagen und deswegen ist die Reposition da auch nicht voll gelungen. Ich würde es so nicht mehr tolerieren, sondern tatsächlich offen revidieren. Offen revidieren. Ja, dein Lieblingsthema. Tolerieren, revidieren. Genau. Revidieren. Ja, was hast du jetzt für eine Idee? Konservativ weiter. 90% haben das ja gesagt vorhin. Aber die haben die Achsen so nicht gesehen. Ja, die haben die Achse jetzt. Jetzt kommt ja die richtige Achse. Ja, das weiß man ja nicht. Also jetzt müsste man mal der Sache ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Ich weiß nicht, ist das da bewegt worden noch nicht? Also die Achse war ja wunderbar. Und in der Regel, es gibt natürlich immer die Kolibris, die man dann auch findet, heilt es ja auch hervorragend aus. Wahrscheinlich tatsächlich muss hier irgendwas dazwischen sein, was die Frakturheilung stören würde. Man muss das mit den Eltern besprechen, wenn ich das Bild sehe und das komplett mobil ist, also unter PV, dann würde ich es wahrscheinlich doch eher zur Operation neigen, offen. Also ich kenne jetzt, muss man sagen, manchmal so die Situation, dass man den Eltern gegenüber sich erklären muss, wenn man es so lässt. Da muss man mehr erklären, als wenn man es dann operiert. Aber okay, jetzt René, was hast du gemacht? Ja, also ich hätte jetzt noch mal dem Auditorium gefragt. Wir wollten ja 80% konservativ jetzt behandeln. Mich würde interessieren, inwieweit mit dieser neuen Erkenntnis sich die Strategie noch mal verändert. Und dann würde ich das Ganze auch weiter in der Auflösung bringen. Die meisten würden jetzt was machen, 85%. Also ändert sich die Strategie, heißt ja, wahrscheinlich würde man jetzt dann sagen, okay, da ist irgendwas interponiert, man müsste dann doch irgendwas machen, so will ich das jetzt mal interpretieren. Genau, also das 80% waren ja Fortsetzung, konservative Therapie, funktionelle Behandlung und ich habe das jetzt nicht weiter ausgeführt, das Fragespiel, ob man jetzt wieder Richtung Operation, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir mit der Stellung so nicht unbedingt zufrieden sind. Und wir haben das dann offen reponiert und letztendlich dann mit dieser Plattenosteosynthese auch fixiert. Es war so, dass es dann doch ordentlich disloziert war, intraoperativ, der Humeruskopf nach dorsal komplett abgekippt war. Letztendlich die Bizepssehne da auch im Weg war, sodass wir das relativ erstmal schwierig war, das wieder zu reponieren und dann in dieser Form osteosynthetisch versorgt. Das Ganze 2 Wochen später, das Kind hatte dann letztendlich keinerlei Druckschmerzen mehr, die Bewegung noch geringfügig eingeschränkt, die
Ante war 130, Retro 30, Version Abduktion 90, konnte Innenaußenrotation 50 Grad, also hier schon entsprechend gute Beweglichkeit und frühfunktionelle Nachbehandlung möglich. Das Ganze wurde nach 10 Wochen wurde das Implantat letztendlich dann wieder entfernt. Das ging problemlos, reizfreie Narbenverhältnisse und eine freie Beweglichkeit der Schulter. Okay. Ja, vielen Dank. Annika, was würdest du, wenn du das so machen müsstest? Dein Chef sagt dir, ja, klär mal auf zur offenen Reposition. Wie klärt man das auf? Es gibt ja immer die allgemeinen und speziellen Operationsrisiken, bei Kindern natürlich nochmal ganz besondere. Jetzt in dem Fall müsste man vielleicht nochmal explizit darauf aufklären, dass es zu Wachstumsstörungen kommen kann, dass es zu einer Kopfnekrose kommen kann, abgesehen, wie gesagt, von Blut- und Infektionen, Wundheilungsstörungen, was dazugehört. Dann eben explizit noch aufklären über die Materialentfernung, die anstehend ist, dass man im Gegensatz zur 80-jährigen Frau die Platte bei dem jungen Mädchen vielleicht nicht belassen sollte. Nervenschäden, Bewegungseinschränkungen, Schultersteife, gut, was alles so dazugehört. Also, aber Wachstumsstörung ist ja wichtig. René, kannst du noch was sagen zum Zugang? Kann man da auch einen deltoidopektoralen Zugang machen oder würde man einen Delta-Split oder was empfiehlt man da? Ja, also wir nutzen bei den Kindern tatsächlich ganz klassisch den deltopektoralen Zugang. Da kommt man relativ gut hin, kann das anatomisch auch erreichen. Geht relativ gut. Was habt ihr mit der Bizepssehne gemacht? Letztendlich muss die aus der Fraktur raus, aber wenn die jetzt wieder gut im Sulkus zu liegen kommt, kann man die auch so dann belassen. Okay, kommt genau die Frage, wann Metallentfernung? Wir haben es nach 10 Wochen gemacht, einfach wenn die Fraktur verheilt ist, sobald sie verheilt ist. Es war, glaube ich, jetzt auch in dieser Lockdown-Phase, aber haben wir das glaube ich, sehr schnell wieder gemacht. Vielleicht nochmal zu dieser eingeschlagenen Weichteilen auch der Bizepssehne. Das wurde ja vorhin schon mal andiskutiert. Wir haben das hier im Haus mal nachuntersucht. Das war der Kollege Heilmann, der das primär gemacht hat. Und der hat bei den Operierten, die letztendlich hier dann die Operationsindikation hier gestellt worden ist, waren in 65% der Fälle tatsächlich Weichteile, Bizepssehne, Muskulatur, Periost interponiert, sodass eine geschlossene Reposition da auch nicht möglich gewesen wäre. Das ist vielleicht ganz interessant. Jetzt kann man nochmal diskutieren, wenn man die primär jetzt, Bertil, du hast ja gesagt, primär reponieren unter BV-Kontrolle und dann mit dem Kirschner-Draht. Jetzt ist die Frage, was ist gefährlicher, das mit dem Kirschner-Draht zu fixieren und dann erwischt man vielleicht den Axillaris oder das offen zu machen mit der Platte, und das dann so zu haben? Also ich finde das grundsätzlich gut. Also mit dem Kirschner-Draht, glaube ich, ist es initial gut möglich, wenn man es geschlossen reponiert kriegt. Dann ist das eine gute Option und dann würde man auch 3 Kirschner-Drähte reinnehmen. Ansonsten, wenn man es offen reponieren müsste, ist die Platte auch in der initialen Versorgung sicher eine gute Option. Okay. Jetzt kommt hier die Frage, warum die Platte so tief ist. René, kannst du nochmal ein Bild zurückgehen? Ja. Die steht ja in der seitlichen, sieht man ja gut, dass sie gut steht. Die Frage ist, ob sie die dritte Schraube braucht, um durch die Epiphysefuge zu gehen. Ja. Und was das für eine Platte war? Das ist eine ganz normale T-Platte. Eine alte. 3,5er T-Platte, eigentlich vom Radius, ne? So haben wir früher die Radiusfrakturen versorgt. Genau. Gut. Okay, René, noch irgendwas? Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung noch zu dem Kirschner-Drähten. Also wir sehen hier hin und wieder Kirschner-Drähte, die sehr weit distal eingebracht werden und aufsteigend sind. Und wir sehen die immer dann, wenn quasi der Radialis mit verletzt ist. Und da sollte man neben dem Axillaris auch noch gewahr sein, dass gerade bei den Kindern natürlich die Distanzen und die sicheren Zonen deutlich geringer sind als beim Erwachsenen. Und dass da natürlich bei, ich sag mal, retrograd aufsteigend auf Schafthöhe eingebrachten Drähten da natürlich auch noch eine iatrogene Gefahr ist, mehr Schaden anzurichten, als dass man da gut macht. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Hinweis. Also das ist ganz wichtig, weil ich glaube, was wir ja dann zum Schluss nur sehen, ist ja,
das letzte Bild, wenn man dann das Röntgenbild, René, du hast ja noch da zwei, drei Bilder noch drin in der Präsentation. Genau. Oder? Und zwar ist das ein fünfjähriges Kind jetzt als Beispiel, was wir vor ein paar Jahren hier gesehen haben, auswärtig in dieser Art und Weise versorgt. Und da ist genau das, was ich meinte. Also der Draht tritt hier quasi auf Schaftmitte ein und steigt dann auf. Und das Kind hat sich mit einer kompletten Fallhand hier präsentiert. Und wenn man das Ganze dann sich anatomisch nochmal anschaut, ist das genau der Bereich, wo dann der Radialis den Humerus kreuzt. Und das ist dann die intraoperativen Bilder, wo im Prinzip der Nerv quasi massivst geschädigt war. Das Kind wurde dann mit einer Soralis-Transplantation behandelt und konnte dann auch wieder eine Funktion entwickeln. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil diese vermeintlich minimalinvasiven Techniken eben dann nur minimalinvasiv sind, wenn man sie tatsächlich dann auch in einem Bereich anwendet, wo sie auch nicht zusätzlichen Schaden anrichten können. Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist und man darf auch nicht verwechseln, Kirschner dreht auch, das ist eine kleine, einfache Operation, genauso wie die Platzierung eines Fixator externs, und man sollte seine Safe Zones, also die sicheren Zonen, wirklich kennen und sich auch nicht scheuen, wenn man diese Dinge nicht jeden Tag macht, dann auch nochmal das Anatomiebuch zu bemühen. Und es gibt auch gute Bücher, mein Lieblingsbuch seit vielen zig Jahren, was eben überall im Bereich der oberen Extremität, aber auch der unteren, alle Querschnitte einmal anatomisch zeigt. Ja. Und das finde ich immer hilfreich, da habe ich immer ein gutes Gefühl und ich scheue mich überhaupt nicht davor, da auch mal kurz wieder reinzublicken und da nochmal ein gutes Gefühl für die OP zu haben. Gut, René, ich glaube, das war's, oder? Ja, vielen, vielen Dank. Also mal jetzt ein ganz anderer Aspekt für die Oberarmkopffrakturen. Und jetzt kommt Bertil, der hat was einen ganz einfachen Fall mitgebracht, oder? Genau, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich das hinkriege. Bertil, du musst aber nachher kurz mal verraten, wie das Buch heißt. Das heißt, wird gefragt, wie das Buch heißt. Ja, kann ich nachher gleich verraten. Ja, ohne Werbung zu machen natürlich. Seht ihr meine Dias? Ja, sehen wir super sehen. Gut, also ich bin gebeten worden, mal wieder eine Humeruskopffraktur, die ein bisschen anders, aber wir haben ja bewusst gesagt, wir wollen nicht nur ganz komplizierte haben, sondern auch einfache. Das ist etwas, was vor wenigen Wochen passiert ist, und da habe ich angeboten, habe ich gesagt, das kann ich gerne berichten, und da hat keiner Nein gesagt. Also ein 46-jähriger Patient, Einzelhandelskaufmann, super gesund, fit, sportlich, aktiv, ASA 1 klassifiziert. Und am 2. Oktober hat er einen Wegeunfall gehabt, ist einfach, warum weiß ich gar nicht genau, mit dem Fahrrad gegen Laternenpfahl gekommen und hat sich beim Sturz die linke Schulter verletzt. Ist dann in die nahegelegene VAV-Klinik gekommen und die haben entsprechend Diagnostik gemacht. Ich zeige gleich die Röntgenbilder und haben gesagt, SAV-Fall, und deswegen direkt weiterverlegt. Das ging auch zügig. Aber jetzt sehen wir schon, so, das sind die typischen Dinge, die immer wieder passieren. Das war dann am Freitagabend gegen 19.30 Uhr, kam er dann bei uns in der Klinik an. Leichte Sensibilitätsstörung hat er bei der klinischen Untersuchung über den ventralen Deltamuskel gehabt und war sonst in einem Armfix oder Desalt entsprechend ruhig gestellt. Und das Röntgenbild hat er mitgebracht, und das ist das Röntgenbild der linken Schulter. Das sind die Ebenen, die sich ja auch nicht ganz getroffen sind, aber man kann schon sehen, so was ganz Normales ist es nicht. Und die erste Frage ist, bevor wir uns an die Diagnose wagen, wie geht es weiter? Und ich würde vorschlagen, dass wir die ersten Fragen einspielen, nämlich die Frage abwarten und nachdenken, operieren sofort, weitere Diagnostik machen, und da steht ja das CT sicher ganz vorne, oder bevor weitere Dinge gehen, sofort klassifizieren und sagen, das ist eine SAV-Verletzung und weiterverlegen. Das würde ein eingefleischter Chirurg nie sagen. Genau. Die letzte, also das juckt einem ja in den Fingern. Ne? Also, genau. Oder, also das würde man ungern machen, dass man so einen Fall verlegt. Aber das kann man jetzt natürlich, 96% CT. Und das hat sich sicherlich geändert in den letzten, wo man sagen, 10 Jahren. Früher gab es das CT nicht ubiquitär.
Und daher konnte man das eben in dieser Form nicht machen. Heute steht das rund um die Uhr zur Verfügung, sodass man sehr schnell, und gerade hier brauchen wir das CT. Und ich bin gespannt, Bertil, was das CT zeigt. Genau, eine weitere Röntgendiagnostik wird sicher nichts bringen. An dem Arm noch zu ziehen und zu drehen, verbietet sich eigentlich nach dem Befund. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. So. Das sind jetzt ein paar wesentliche Schnitte aus dem CT, aus den drei Ebenen. Und man sieht ganz schön das Glenoid. Man sieht, da ist irgendwo ein relativ großes Kopffragment. Da sind die Tubercula, die irgendwo sind. Und die Frage ist, nach Röntgenbild und entsprechendem CT, wie würden wir diese Fraktur klassifizieren? Ich lasse es noch mal eine Sekunde stehen. Ich kann auch noch mal das Röntgenbild zeigen. Also eine Luxation. Nach vorne, nach hinten, eine dorsal verhakte Humeruskopf-Luxationsfraktur, eine Humeruskopf-Trümmerfraktur, einfach so. Oder dann habe ich noch was gefunden, was mir sehr gefallen hat. Terrible fracture and no diagnosis possible. Das ist ja cool. Das habe ich ja noch nie gehört. Das habe ich in einem amerikanischen Artikel gefunden, aber nicht zu dieser Fraktur, sondern das hätte man heute auch zu den Wahlen sagen können, aber egal. Ich habe ja auch einen indischen Gastarzt, der mir, also seitdem er vor 8 Jahren mal bei uns war, immer wieder solche Fälle zeigt und fragt, Doktor, what should we do? Und das ist genau dasselbe. Also es passt. Bin gespannt auf die Antwort. Also 81% sagen dorsal verhakte Humeruskopf-Luxationsfraktur, ja. Und ich glaube, das ist korrekt, gerade im CT. Wir können nochmal zurückgehen. Jetzt natürlich die Frage, wie definiert man jetzt, das ist jetzt ja schon, ja, also wie definiert man das? Jetzt wird er möglicherweise verlegt, ja. Ist das ein Notfall oder ist das kein Notfall? Also ich glaube, das Wichtige, da werden wir sicher in der Diskussion noch darauf kommen, ist jetzt eine Diskussion, um zu schauen, habe ich die Ressourcen, das gut zu versorgen? Und ganz sicher ist es grundsätzlich ein Notfall. Wichtig ist, glaube ich, seine eigenen Ressourcen zu kennen. Und da geht es nicht nur um den Chirurgen, sondern es geht auch um das Setting. Es geht um die Möglichkeit, ihn auch zügig dann oder rasch in den OP zu kriegen. Aber vor allem dann die Frage, hey, kann ich das handeln oder juckt es mir nur in den Fingern? Ich glaube, das ist die wichtige Frage, die man beantworten muss in der Situation. Ja, weil im Prinzip, dass, wenn man jetzt im Nachhinein nochmal das konventionelle Bild sieht, da muss man jetzt nochmal gucken, kann man das wirklich so sicher erkennen, dass das luxiert ist? Das ist ja völlig verdreht, das ist auch schwierig, der Patient hat Schmerzen. Das ist ganz schwer zu erkennen, dass da eine Luxationsfraktur vorliegt, dass es auch eine verhakte Luxationsfraktur ist. Und da braucht man das CT, um das eindeutig zu beweisen. Aber ich finde, man kann in der axialen Ebene sieht man, dass oben das Ding komplett leer ist. Und das kann man schon sehr stark vermuten, dass der Humeruskopf da irgendwo ist, wo er weichlich hingehört, was nicht nur eine Fraktur ist. Also das ganze Gelenk oben ist ja frei. Also das zweite Bild, das rechte, zeigt ja eigentlich das Glenoid ganz gut. Und man sieht, dass die Hauptrundung, die sich darauf projizieren müsste, das ist ja fast eine Y-View-Aufnahme, die steht einfach ganz auf die andere Seite. Also von daher ist der Verdacht, den kann man schon sehr stark äußern. Und das CT, glaube ich, ist Standard, um das dann sauber zu bewerten. Gut. So, dann kommen wir weiter. Jetzt haben wir eine Diagnose. Jetzt ist die nächste Frage, wie geht es weiter? Also Reposition und konservative Therapie, haben wir gerade eben auch gehört. Die Operation mit Reposition, Plattenosteosynthese, Reposition, Nagel, die Frakturprothese oder eine inverse Prothese. Ja, das ist natürlich dann immer auch die Frage, wenn man jetzt sagt, okay, Prothese, dann ist ja nicht so eilig, wie wenn man jetzt sagt, wir machen eine Rekonstruktion. Die andere Frage ist ja, wie ist es mit der Neurologie? Also in der Tat, wenn man ihn untersucht, Radialis ist intakt, der Axillaris im Prinzip auch. Er hat so aufgrund der Kontusion, die er vorne hatte, hatte er ein leichtes Taubheitsgefühl angegeben. Aber als man ihn dann untersucht hat, war das schon in Ordnung. Das heißt, neurologisch komplett in Ordnung. Ja, also 90% möchte reponieren und Platte machen. Okay.
Dann gucken wir mal. Nächste Frage. Jetzt geht es ins reale Leben. Also, wir haben vorhin gesehen, 19.30 Uhr angekommen. Deklarieren wir es, wie du es schon gerade gesagt hast, Notfall, Freitagabend, Nacht und operieren dann die Plattenosteosynthese? Oder sagen wir dringlich Samstagmorgen? Sagen wir aufgeschoben am Montagmorgen? Oder ist das alles völlig egal? Ja, Thomas, du bist jetzt nicht da. Du bist im Skiurlaub, meinetwegen. Ja, das geht ja im Moment nicht, aber du bist jetzt im Skiurlaub. Und die schicken dir dieses Bild. Ja, und es ist Freitagabend. Wann soll das gemacht werden bei dir in Braunschweig? Zeitnah, aber nicht notfallmäßig in Freitagnacht. Also es hängt vom Team ab. Also wer sozusagen, ich glaube ja nicht an diese absoluten Zeitvorgaben. Wenn der keine Neurologie hat, der hat einen großen Spickel unten, so sieht es zumindest vom CT aus, sodass man davon ausgehen muss, dass er am Kopf eine Durchblutung hat, es sei denn, sie ist eh abgerissen. Und wenn sie abgerissen ist, ist sie abgerissen. Dann kriegst du sie ja auch nicht wieder repariert. Und dann bringt auch der Zeitfaktor nichts. Wichtig ist, was Bertil schon gesagt hat, es muss das beste Team das machen, weil es ein schwieriger Bruch ist, ein junger Patient. Und natürlich muss es auch jemand machen, der im Zweifelsfall auch eine Prothese machen kann. Ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen muss, aber er sollte es können. Aber junger Patient, Bertil, wie alt war der nochmal? 41 oder 46, ja, der war jung. Prothese, 41? Ich sage ja nicht, dass das, aber ich habe gesagt, wenn es nicht rekonstruiert, ich glaube nicht, dass man es machen kann, aber es gibt ja doch manchmal, wir haben nicht alle CT-Schnitte gesehen, aber wenn man eine Humus-Kopf-Luxationsfraktur macht, die auch mehrfragmentär ist und man es nicht rekonstruieren kann anatomisch, dann ist die primäre Prothese häufig die bessere Option und dann sollte es der es macht, sollte beides können. Das wollte ich damit nur sagen. Bei der 41-Jährigen. Was willst du machen? Willst du dann willst du es nicht reponieren? Und Anja, im UKE, wenn ihr das macht, ist jetzt Freitagabend, und ihr habt ja nur erfahrene Ärztinnen und Ärzte, Oberärztinnen und so weiter. Wann wollt ihr das machen? Naja, natürlich haben wir nur erfahrene Ärzte und Oberärzte da, aber tatsächlich sehe ich das ganz genauso, wie Bertil das auch schon gesagt hatte, dass das Team auf jeden Fall stimmen muss. Und wenn möglicherweise an dem Freitagabend oder in der Freitagnacht der Kollege da ist, der vielleicht doch besser die Tibia-Köpfe operieren kann und man auch manchmal nicht weiß, wie es aussieht, kommen die Allgemeinchirurgen jetzt wieder mit 4 verschiedenen Notfällen, sodass unser Punkt dann doch eher Richtung 3-4 Uhr morgens geht und man das nicht so genau abschätzen kann, dann würde ich das statt um 4 Uhr morgens dann doch vielleicht lieber am Samstag um 8 Uhr operieren. Und ich sehe das tatsächlich genauso, dass es auch jemand machen sollte, der auch schon mal eine Prothese operiert hat, auch bei den jungen Patienten, weil wir das tatsächlich auch schon so hatten, dass es wirklich mal eine Fraktur war, die man absolut gar nicht reponieren konnte und wo man dann tatsächlich auch mal beim Jungen die Option der Prothese ziehen musste, auch wenn man das natürlich extrem ungerne macht. Aber manchmal muss man es eben tatsächlich doch machen. Und wenn man das dann noch nie gemacht hat, ist es Freitagnacht schlimmer, dann jemanden anzurufen, der es vielleicht machen kann, als am Samstagmorgen. Benedikt, du hast so den Kopf geschüttelt. Was meinst du? Also da gehen mir schon ein paar Sachen durch den Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn wir jetzt mal von der Oberarztriege eines VAV-SAV-Horses reden, dann glaube ich, wird man nur Oberarzt, jedenfalls ist es bei mir so, wenn man sowas operieren kann. Also dann zu sagen, der Oberarzt kann ja nur Tibia-Köpfe, dann ist er vielleicht ein Tibia-Kopf-Spezialist, aber dann sind wir bei einer Diskussion Generalist und Spezialist, das weiß ja jeder, ist meine Lieblingsdiskussion. Aber ich finde, das muss ein Oberarzt drauf haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas kann man auch nicht ewig liegen lassen. Und am nächsten Morgen ist es dann leider der Hüftmann, der da ist, Oberarztdienst hat. Also wie wollen wir das denn lösen, wenn wir das in einem Wochenende machen? Also nee, deswegen habe ich den Kopf geschüttelt. Ich finde, da muss auch der Anspruch an die Oberarztriege der Unfallchirurgie so sein, in einer großen Unfallchirurgie, dass das beherrscht wird. Wir haben das ja bei uns auch so ähnlich, aber es ist natürlich schon so, manche können es gut, manche können es noch besser. Wie nehmen wir das dann? Also wenn man dann muss man sich vielleicht noch einen zweiten Oberarzt dazu rufen, das macht man dann eben. Dann sagt man eben von dem, was weiß ich, Gerhard, kannst du noch dazukommen, da ist man schon mal zu zweit mit zwei Großen. Und dann findet man, das passiert ja ein, zweimal im Jahr, das ist ja jetzt nicht so häufig. Und dann helfen ja in der Regel auch Oberarztkollegen und dann ist man schon mal zu zweit und dann kriegt man es ja auch hin.
Weil als Oberarzt, und das vergleiche ich immer sehr gerne auch mit den Musikern, kann man ja prinzipiell mal operieren. Man weiß ja, mit Messer und Gabel zu essen. Und dann kriegt man das hin. Und die Profimusiker spielen ja auch Dinge vom Blatt. Also da habe ich auch ein großes Zutrauen an unser Können, muss ich sagen. Okay, René? Also ich glaube zunächst, dass man mit dem großen Kalkerausläufer das ganz gut reponiert und beziehungsweise dann auch osteosynthetisch hinbekommt. Und ich würde die Fraktur insgesamt als dringlich einschätzen, würde aber sagen, dass nichts dagegen spricht, auch Freitagabend dringliche Dinge zu operieren, wenn es die Gegebenheiten zulassen. Also jetzt den klassischen Notfall, das ist ja immer die Frage, wie Notfall definiert ist. Da kommt man schnell in eine Diskussion, die irgendwo zu nichts führt, aber das ist eine dringliche Versorgung. Und wenn man da die Kapazität hat, kann man natürlich auch Freitagabend dringliche Operationen machen. Aber wir würden es jetzt nicht auf Montag schieben. Nein. Okay, alles klar. Gut, wie geht's weiter, Bertil? Also ich finde die Diskussion sehr gut und ich glaube, man kann viele Dinge dazu sagen. Ich werde vielleicht nachher noch den einen oder anderen Kommentar machen. Wir müssen auch immer dran denken, dass Oberärzte gerade seit 2 Monaten in der Verantwortung sind und wir sie dann in der Regel auch backuppen. In der Situation war es ganz konkret, dass wir an dem Freitagabend einfach Großkampftag hatten und priorisiert haben und geguckt haben, wie es geht. Und mir dann schon wichtig ist, dass wir mit einem optimalen Team da sind. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass ich gesagt habe, nee, wir starten das. Also bis die Diagnostik bei uns dann fertig war und sowas, war es 10. Und dann waren die anderen im OP noch. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen das morgen früh an erster Stelle und ich helfe dir. Und das war die Lösung dann dieser Geschichte, weil ich glaube, das ist auch die Verantwortung von uns als Chefs oder der leitenden Oberärzte. Und ich gebe Benedikt recht, die Grundversorgung ja, aber diese Fraktur auch in einem großen Haus, wenn jemand auch nicht so lange als Oberarzt tätig ist, dann fühlt er sich vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Und ich glaube, dann ist es gut, wenn man ein Backup da hat. Der zweite Oberarzt, das ist auch ein Standard und das wird Gott sei Dank sehr gut gelebt, auch bei uns. Oder auch der Chef, dafür ist er da, glaube ich. Also so ist es bei uns natürlich auch. Wenn jemand mit seinen Oberarztdiensten anfängt, kriegt er ein halbes Jahr einen Hintergrund. Genau. Das ist ja klar. Ich rede ja jetzt von einem erfahrenen Oberarzt, aber irgendwo müssen wir den Anspruch, finde ich, schon stellen. Klar, grundsätzlich ja. Und trotzdem ist es so, dass man dann auch manchmal sagt, also ich gucke mal über die Schulter, mach mal mit. Okay, alles klar. Jetzt? Also geht darum, können wir diskutieren, wie lagern wir? Also Beachchair versus Rückenlage. Beides ist sicher grundsätzlich machbar. Zugang, deltoidiopektoral oder transdeltoidal. Gehe ich das zu dem Gelenk? Dann die Art der Reposition des Kopffragmentes. Da sollte man sich vorher Gedanken machen, es sei denn, dass man ein ganz Erfahrener ist. Und wie werde ich dann hinterher die Fraktur provisorisch retinieren und dann meine Osteosynthese machen? Und sicher eine ganz spannende Diskussion für nachher, was machen wir mit der Bizepssehne? Also ich mache es nicht in einer formalen Beachchair, sondern auf dem Rücken liegend, aber den Oberkörper hoch, sodass es im Prinzip eine Beachchair ist. Ich gehe standardmäßig gerne deltoidiopektoral ein. Der Tuberculominus und Maius, wie wir auf dem CT gesehen haben, war dissoziiert. Insofern konnte man gut dazwischen eingehen und war direkt im Gelenk. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, in so einer Situation, gerade beim grundsätzlich jungen, kräftigen und muskulären, eine gute Relaxation zu haben. Und dann ist immer die Frage, wie kriege ich den Kopf dort hinten raus? Und was man ganz gut machen kann, ist, wenn man hinten von dorsal einfach beim relaxierten Patienten draufdrückt und dann mit dem Elevatorium das große Kopffragment rausholt. Und das funktioniert eigentlich ganz vernünftig, muss man sagen. Und dann ist die Frage, wie man dieses große Kopffragment mit dem Spickel ist trotzdem manchmal gar nicht so easy, das wirklich an die ideale Stelle zu halten, es sei denn, dass man es völlig denudiert. Und das möchten wir ja gerade nicht, um die Gefäßversorgung zu halten. Und was wir gemacht haben, wir haben zunächst probiert, es so zu reponieren und dann zu kontrollieren, ob der Spickel einigermaßen dort drin steht, denn damit könnte man es ja ideal reponieren. Das war gar nicht so einfach. Und ich habe dann doch eine Zerklage reingesetzt, mit der man das ideal hat retinieren können und hat dann im distalen Bereich, dort wo der Spickel ist, eine Zugschraube setzen können. Nachdem dieses große Kopffragment reponiert war, dann die Tubercula wieder an die richtige Stelle gebracht, hat es mit ganz vielen Kirschnerdrähten gespickt. Die Bizepssehne war mitten in der Fraktur drin und auch arrodiert. Deswegen haben wir eine Tenodese gemacht.
und dann mit einer Platte fixiert. Das sind die intraoperativen Bilder gewesen. Man sieht, dass man hier unten, das war eigentlich der Bringer für die Reposition, um es zu halten, weil sonst kippt einem das dauernd weg. Und man kann ganz sicher diskutieren, ob man das jetzt wieder wegnimmt. Ja. Das könnte man grundsätzlich tun, machen sicher auch viele und verlässt sich dann auf die Schraube, die das wirklich sehr gut gefasst hat. Auf der anderen Seite, ich habe es gelassen, weil ich gedacht habe, ich manipuliere jetzt nicht so groß dumm und hatte ein ganz klein bisschen Sorge, wenn doch ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, dann habe ich zwei Dinge, die hier halten. Und im Nachhinein kann man sagen, diese dritte Schraube von Distal, die drückt es vielleicht weg oder auch nicht. Wenn man es im CT nachher sieht, ist sie nicht genau an der Stelle, sondern daneben. Das heißt, da ist es eigentlich ganz okay. Und dann kann man auch diskutieren, so wie viele Schrauben gehören da rein. Und ja, das Tuberculum majus habe ich eine Idee überreponiert und man kann da nochmal gucken. Das sind die CT-Schnitte, das sind jetzt nicht nur die besten, sondern so war es dann wirklich. Und man hat gesehen, das Entscheidende war, den Spickel an die richtige Stelle zu kriegen und dann geht es eben auch ganz gut. Und dann kann man gucken, hier würde man sagen, oh, das ist ein bisschen nach verrotiert. Das ist aber, weil wir den Armfix dran hatten und dadurch ist im postoperativen CT dann entsprechend der Kopf nach dorsal gedreht. Ansonsten war das eigentlich sehr gut wieder reponierbar. Erstmal Kommentare zur OP, oder? Ja, super. Und das ist auch ein tolles Ergebnis. Also ich kenne das auch, hab solche auch manchmal operiert. Das Problem ist ja, du kommst dann von vornherein und siehst dann, dass das ganze Kalottenfragment hinterm Glenoid ja noch verhakt ist. Und jetzt ist dann die Frage, du hast gesagt, okay, da gibt es den Trick von hinten drücken und so weiter. Das funktioniert manchmal funktioniert es nicht. Kannst du noch irgendwo dir vorstellen, wie kriegt man das da raus? Also hast du schon mal erlebt, dass man von hinten sogar aufschneiden musste oder bist du mit dem Raspatorium rein oder wie kriegt man das Kalottenfragment, was ja hinten verhakt ist, das sieht man ja im CT, wie kriegst du das raus? Man kann es vielleicht nochmal hier zeigen. Also ja. Im Prinzip hat rechts, man von dorsal drücken können. Damit ja. Beim relaxierten Patienten passiert da schon ganz viel. Das ist ja nichts anderes als bei der Luxation. Und die zweite Geschichte ist, ich bin dann tatsächlich mit dem großen Elevatorium hier reingegangen, weil das Elevatorium nicht ganz so scharf ist wie das Rasper. Man könnte auch ein Rasper grundsätzlich nehmen, wenn man vorsichtig ist. Und bin mit dem Elevatorium hier rein und konnte dann bei der Relaxation es völlig problemlos reinholen. Super. Kannst du noch mal ein bisschen zurückgehen, wieder das postoperative Bild? Da kommt eine Frage aus dem Auditorium, die wäre sicherlich nicht von uns gekommen. Aber du hast ja auch gesagt, du hast das Tuberculum majus ein bisschen runtergezogen, vielleicht etwas überkorrigiert. Die Frage, die kommt, ist, steht die Platte vielleicht doch 2 Millimeter drüber? Die gleiche Frage hatten wir intraoperativ. Also da bin ich einer, tolerieren oder revidieren, schon in der Operation. Ja, im Nachhinein kann man sagen, ideal wäre noch 5 Millimeter tiefer gewesen. Aber ich kenne auch Situationen, wo man verschlimmbessert. Und ich hatte distal die Schraube, diese Schraube drin. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt nochmal das Ganze auflöse, ja, dann ist es irgendwie doof. Und deswegen habe ich gesagt, nö, also ich finde das Ergebnis ganz gut und deswegen kann ich es halten. Ich hätte es aber genauso umgekehrt entscheiden können. Nur trotzdem in der Abwägung der Vor- und Nachteile glaube ich, dass das für mich oder den Patienten in der Situation der bessere Weg gewesen ist. Welche Schraube hast du zuerst besetzt? Weil es gibt ja dann dieses Gleitloch. Man kann ja auch das Gleitloch zuerst besetzen und dann hat man ja noch die Möglichkeit, so ein bisschen hoch und runter zu schieben, die Platte. Hast du aber nicht besetzt. Grundsätzlich ja, aber das Gleitloch ist ja hier. So, ja, genau. Und dann hast du das Problem, dass ich ja im Prinzip... An der Cerclage. Und ich war dann so, dass ich das noch 4 Millimeter runtergezogen hätte. Ich hätte aber dann diese Schraube komplett neu platzieren müssen. Ja. Oder, das haben wir ja auch schon erlebt, du gehst dann gehst einfach ins nächste Loch und dann ist es 5 Millimeter zu tief. Ja. Also hätte man noch ein bisschen besser gucken können und 5 Millimeter runterziehen können. Korrekt. Es gibt ja biomechanische Untersuchungen, die sagen, dass ja auch hier die Kalkerschrauben eine gewisse Bedeutung haben. Die kann man natürlich auch nur korrekt platzieren, wenn die Platte ein bisschen tiefer ist. Ne? Ist korrekt. Das ist ja im Prinzip, wäre es die Schraube, ja, und die hätten wir dann runtersetzen können. Hast du völlig recht. Auf der anderen Seite 46 Jahre und der Bone Stock war wirklich gut. Ja. Also von daher, ja, aber das ist reales Leben und ich glaube, diese Entscheidungen intraoperativ sind wichtig,
da sie gut zu begründen und zu sagen, warum man jetzt nicht weitergegangen ist. Ja. Thomas, Kommentar. Ist insgesamt sehr gut gelöst, das mit der Platte passiert gelegentlich. Wahrscheinlich hätte man vielleicht einfach direkt unter der Zerklage die nächste Schraube gesetzt, da hätte man es nochmal tiefer schieben können, aber es ist nun mal in der, jeder von uns macht manchmal Kompromisse und sagt, Mensch, kriege ich das danach überhaupt wieder so gut hin, von daher gut gelöst. Die Kalkerschrauben finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, weil der Kalker sich ja auch abstützt, mehr oder weniger. In diesem Fall, wir haben ja ein langes Kalkerfragment und da eine gewisse Stabilität ist. Ja, also ich denke, für die Schwere der Fraktur ist es sehr, sehr gut reponiert. Die Plattenlage kriegt nicht die 1, die die Reposition bekommt. Aber man kann da sehr, sehr gut mit leben. Abzüge in der B-Note. Jetzt noch mal ein Kommentar zu deiner, also das haben wir auch überlegt, aber dieser Spickel, wenn man ihn aufmalen würde, geht unten sehr dünn zusammen. Okay. Ja, das so, ist. Und da war meine Sorge, deswegen war ich bewusst oben, habe ich gesagt, so wenn ich den jetzt noch mal da drunter positioniere, das haben wir gleich diskutiert, dann macht es Ping und dann ist dein Spickel weg und dann weißt du nicht mehr, wo du hin sollst. Ja. Aber René, du hast ja auch am Anfang gleich gesagt, dass das ja auch die Orientierung manchmal ist für die Reposition, dieser Spickel hier unten. Jetzt, Benedikt, bei dir in der Frühbesprechung am nächsten Tag, die Osteosynthese, wäre die durchgegangen oder hättest du was gesagt? Die wäre auf jeden Fall durchgegangen. Hundertprozentig. Ich finde, Thomas sagt, ich finde diese Kalkerschraube hier unten sehr wichtig. Also ich liebe diese geradezu. Natürlich viel mehr noch bei den Humerus-Kopf-Frakturen, die hier oben liegen. Aber ich glaube, da hier stützt sich nicht viel ab, weil das ja quasi eine senkrechte Frakturlinie ist. Also das rutscht dann schon weg. Und ich hätte das intraoperativ auch nicht revidiert. Wie gesagt, verschlimmbessern. Und das ist ja auch ein Problem, was man im Verlauf, wenn das dann geheilt ist, auch problemlos lösen kann, indem man frühzeitig die Platte oder die Platte rausmacht, dann ist das ja beherrschbar. Und wenn man das dem Patienten sagt, ist meine Erfahrung, dass die damit auch gut zurechtkommen. Man übertreibt es nicht bei der Physiotherapie und versucht es mit Gewalt zu machen und dann lässt sich das, glaube ich, handeln. Bertil, du hast also angefangen mit der Zerklage. Korrekt. Okay, alles klar. Gut. Weil ich habe vorne nicht aufgemacht, weil ich wollte bewusst da die Durchblutung nicht angehen. Und dann habe ich, ich habe von Dorsal, digital konnte ich es tasten, aber ich konnte es nicht retinieren, weil zu viel Kraft da drauf war. Ja, und dann habe ich gesagt, wie hast du die rumgekriegt? Das ist auch noch eine Frage gewesen. Mit dem mittelgroßen Deschamps. Mit dem Deschamps. Okay, mach mal weiter. Was ist denn eure Erfahrung, wenn man die Bizepssehne, wenn man das reponiert, dran lässt. Also meine Erfahrung ist, dass die häufig einem echt einfach blöden Ärger macht, weil die immer irgendwie da drüber spannt und das wegschiebt. Deswegen neige ich persönlich dazu, das probiere ich erstmal ohne, aber wenn mich das nervt, dann mache ich die relativ schnell ab und mache dann entweder eine Tendotomie oder eine Tendodese. Wie macht ihr das? Also ich habe in dem Fall auch eine Tendodese gemacht, wie vorhin gesagt, weil die Bizepssehne tatsächlich in der Fraktur angeschnitten war. Die war zur Hälfte durch. Und dann, glaube ich, macht sie nur Ärger. Wenn dort genau im Bereich des Sulcus eine Trümmerzone ist, jetzt nicht bei der Fraktur, sondern bei anderen Humerus-Kopf-Frakturen, haben wir die letzte Zeit das auch immer wieder getan, weil postoperativ häufig die Patienten Probleme Bizepsschmerzen haben. Ja. Auf der anderen Seite, es gibt ja Kliniken oder Schulen, die sagen grundsätzlich, da muss ich sagen, nö, bei einer normalen Fraktur, die gut reponiert ist, wo der Sulcus einigermaßen intakt ist, hat die Bizepssehne vielleicht doch ihre Funktion. Ja. Und da erlebe ich auch nicht immer Probleme. Aber wenn dort eine Trümmerzone ist, wenn das dort nicht glatt gleitet, ich glaube, dann ist es ein guter Weg, aus der Schulterchirurgie auch diesen Punkt abzuleiten und sie dann zu tenodisieren oder tatsächlich tenotomieren. Okay, Thomas, was meinst du? Also bei den Luxationsfrakturen, die nicht so häufig sind, mache ich die dann eigentlich, also normalerweise mache ich sie nicht weg, bei den Luxationsfrakturen eigentlich relativ schnell. Also ich mache die durch, weil das stört bei der Kalotte extrem. Und René, was sagst du? Ich glaube, was Bettel sagte, wenn der Sulcus wirklich gut reponiert ist, das gut gleiten kann, dann würde ich versuchen, die Anatomie zu erhalten. Wenn das nicht ist, wenn man sieht, dass da irgendwo das ein potenzielles zusätzliches Problem ist, dann ist das, glaube ich, der bessere Weg, dann eine Tenodese zu machen. Also wir diskutieren das fast jeden Tag. Meine Schulterspezies wollen immer die, das ist ihre der Lieblingsteil der Operation in der Schulterchirurgie, die Tenotomie.
ich persönlich glaube ja auch, dass die Bizepssehne gerade bei solchen Luxationsfrakturen auch einen stabilisierenden Effekt hat. Und wenn das gut rekonstruiert ist, dann stabilisiert die ja auch. Also ich würde versuchen, die auch so weit wie möglich zu erhalten. Aber ich weiß es auch nicht. Wenn man dann praktisch im Rahmen der Implantatentfernung sieht, dass die Beschwerden haben, die darauf zurückzuführen sind, dann muss man sie spätestens dann durchmachen. Gut, jetzt ist die Frage Nachbehandlung. Und wir haben nochmal eine letzte Frage. Also in einer irgendwie gearteten Armfixierung für 6 Wochen, passiv assistiert bis 90 Grad oder aktiv bis 90 Grad oder ein Armfix für 3 Wochen und dann frei funktionell oder überhaupt frei funktionell oder was ganz anderes? Ja gut, da wird natürlich jeder sagen, je nachdem, wie stabil du es hingekriegt hast. Aber das ist ja auch relativ guter Knochen gewesen. Absolut. Also wenn der compliant ist. Ja, also wir sehen entweder 3 Wochen Armfix und frei funktionell oder die andere Gruppe sagt 6 Wochen und dann passiv assistiert. Also wir haben Armfix für 3 Wochen angelegt, einfach Schmerz. Also die meisten Leute halten, wenn sie keine Hilfestellung haben, obwohl wir auch bei anderen Humeruskopffrakturen sagen, Mensch, das kann man ja einfach so lassen, hilft dir für ein paar Tage oder auch bei einer komplexeren Geschichte für 3 Wochen, zumindest auch in der Nacht, da fühlen sich die Leute durchaus sicherer, da habe ich mich belehren lassen. Ich dachte am Anfang, warum nicht frei funktionell? Aber grundsätzlich haben wir intraoperativ das Gefühl gehabt, so stabil gewesen zu sein, dass wir tatsächlich frei funktionell es nachher nachbehandelt haben. Gut. Dann kommen wir zu Lessons Learned. Also, glaube ich, wichtig, eine rasche, definitive Diagnose zu haben. So jemanden darf man nicht liegen lassen ohne Diagnose. Da haben ja alle auch sofort gesagt, CT muss sein. Dann, glaube ich, immer wieder die Abklärung, haben wir ja intensiv diskutiert, Versorgung vor Ort möglich oder nicht. Intensiv diskutiert Notfall oder dringliche OP. Also ich glaube, es ist eine dringliche und die dringliche, René, gebe ich dir recht, kann auch am Freitagabend sein, je nach Setting und verfügbarem Team. Muss aber nicht in der Nacht sein und inzwischen, obwohl ich Nächte durchgearbeitet habe und das immer toll fand, muss ich sagen, das um 2 Uhr ist nicht gut. Oder um 12 Uhr, wie Annika sagte, da muss man dann auch als Chef mal dazwischen hauen und sagen, machen wir mal lieber morgen früh. Und dann OP-Technik ist Reposition, Reposition, Reposition. Ich glaube, das ist das Wichtige. Da haben wir gezeigt, wie man das auch in einer solchen Situation machen kann. Postoperatives CT ein Must. Also man muss wirklich sicher sein, dass man das erreicht hat, was man erreichen wollte. Nachbehandlung grundsätzlich funktionell. Und dann, wenn man alles gut gemacht hat, hat man vielleicht ganz gute Voraussetzungen geschaffen. Langzeitprognose. Man ist manchmal erstaunt, wie gut Patienten werden, auch mit der komplexen Fraktur. Und manchmal durchaus überrascht, dass Leute, die gut reponiert sind oder eine gar nicht so komplexe Fraktur haben, dann doch relevante Probleme haben. Da habe ich noch nicht so den richtigen Clou. Und dann kommen die Diskussionen und die haben wir eigentlich schon gehabt. Alles klar, Bertil, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, ich habe wieder heute extrem viel gelernt. Das ist eine sehr spannende... Das Mikrofon. Auch, es sind eigentlich fast alle... drin geblieben. Also ich glaube, jetzt im Moment sind 202 Teilnehmer dabei. Hammer. Aber es ist sogar jetzt nach 16 Uhr noch mehr geworden, als waren wir immer so um die 190. Das spricht ja auch für die Qualität der Fälle und auch der Diskutanten. Also da möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr das wieder so toll diese Vorträge gehalten habt und super interessante Fälle rausgesucht habt. Wir werden das Format und nochmal vielen Dank auch an Simon Oeckenpöhler, der mich zwischendurch immer gefüttert hat mit den wirklich gemeinen Fragen. Aber ich glaube, wir werden nächsten Monat fast noch relevanteres Thema heraussuchen. Wir besprechen das immer in so einer Vorbesprechung. Und zwar geht es da um proximale Femurfrakturen einerseits, da werden 2 Fälle wahrscheinlich vorgestellt werden, aber es geht auch um den GBA-Beschluss, das heißt die AG-Alterstraumatologie werden wir dort hineinbringen und das Gerinnungsmanagement. Das wird wieder super spannend werden zum, ich glaube, erster Mittwoch im... Nikolaus, 6.12. 6.12., okay, also 6.12., freue ich mich, euch alle wiederzusehen. Die Diskutanten hier, die Faculty, sehe ich gleich nochmal im Chat.
Vielen Dank fürs Teilnehmen. Und wenn Sie was verpasst haben sollten, können Sie das gerne auch noch mal auf der AUC-Webseite aufrufen und sich noch mal in Ruhe angucken. Vielen Dank fürs Teilnehmen und bis bald.